Zu viel Philosophie verdirbt den Menschen. Die Philosophie, lieber Sokrates, ist ja ganz nett, wenn man sie mit Maß treibt in jungen Jahren. Wenn man sich aber weiter in sie vertieft, als nötig ist, verdirbt sie den Menschen. Denn wenn jemand eine edle Natur hat und philosophiert noch über die rechte Altersstufe hinaus, so bleibt ihm all das unbekannt, was der zukünftige, tüchtige und angesehene Mann kennen muss. Er versteht nichts von den Mitteln der Rede, die man im öffentlichen und privaten Verkehr mit Menschen anwenden muss. Er versteht nichts von den menschlichen Neigungen und Leidenschaften und auch nichts von der Denk- und Lebensweise der Menschen. Wovon er aber nichts versteht, das meidet er und schmäht es. Die Philosophie aber lobt er aus Selbstliebe, weil er sich darin selbst zu loben glaubt. Man soll von der Philosophie gerade so viel wissen, als es zur Bildung gehört. Einem jungen Menschen steht das Philosophieren nicht schlecht an. Wenn aber der Mensch schon älter ist und immer noch philosophiert, so wird, mein lieber Sokrates, die Sache lächerlich. Mir geht es den Philosophierenden gegenüber so wie mit Stammelnden. Für ein Kind ist es noch schicklich, wenn es stammelt, da es einem Alter angemessen ist. Wenn man aber einen Mann stammeln hört, so sieht das lächerlich und unmännlich aus. Gerade so geht es mir mit den Philosophierenden. Wenn ich bei einem heranwachsenden Jüngling Neigung zur Philosophie sehe, so halte ich es für passend und edel. Ja, wer gar keine Philosophie treibt, der gilt mir für unedel. Und für einen, der sich selbst nie eines schönen und edlen Zieles für würdig hält. Wenn ich aber einen älteren Menschen noch philosophieren sehe und er sich nicht davon losreißen kann, der Mensch verdient, mein lieber Sokrates, nach meiner Ansicht Schläge. Denn dieser Mensch wird, wenn er auch gute Anlagen hat, unmännlich. Er meidet die Plätze, wo sich das öffentliche Leben abspielt und wo sich ein Mann trefflich erweisen kann. So ein philosophierender Mensch jedoch verkriecht sich mit ein paar halbwüchsigen Jünglingen in einem Winkel. Ein freies und eindringendes Wort aber kann er nie von sich geben. Man soll es, mein lieber Sokrates, mit der Philosophie nicht zu weit treiben. Man darf im Philosophieren nicht bis auf den Grund kommen wollen, sondern man muss darauf achten, dass man nicht zu weise wird und dadurch zugrunde geht.